Hallo Olaf. Hallo, guten Tag. Grüß dich. Hallo. So Würstchen, zwar selten. Steht ja nicht nur zu Berge, steht sogar auch zu Tal. Hoffentlich mit. Oh, ist eine Unruhe hier. Alles irgendwo. Kannst du dich trotzdem konzentrieren? Na klar. Ja, das ist die Hauptsache. Nicht, dass du Töng. Bin ich jetzt eigentlich zu spät? Nee, alles gut. Aber immerhin, jetzt ist es ruhig. Das ist so schön. Also du kannst auch mal die Ruhe genießen. Unbedingt. Hast du eine gute Anfahrt gehabt von Dresden? Ja. Ich bin ja oben lang über Dings und dann... Über... Dort rüber. Einbahnstraße, Autobahn, Anschlussstelle, Sackgasse, Parkplatz, Maske. Du stehst ja schon ewig auf der Bühne, also über 20 Jahre. Und wenn man dann den Newcomer-Preis bekommt, aber ich muss dazu sagen, sich da nicht ein bisschen veräppelt vor. Wenn man jetzt sagt, 20 Jahre auf der Bühne, stimmt natürlich, ich gehe ja zwischendurch auch wieder runter. Wenn man wirklich nur die Zeiten subsumiert, in denen ich tatsächlich auf der Bühne stand, dann waren das vielleicht maximal 3 Jahre, 8 oder so. Also dann passt das wieder mit dem Newcomer. Ja, ich sehe ja nur viel älter aus. Schon mit 18 sah ich aus wie Anfang 30. Also ich sehe seit 30 Jahren aus wie Ende 20. Was ist denn das eigentlich? Sieht ja aus wie eine Kamera. Ja. Hast du immer den gleichen Pullover an oder immer denselben? Also sprich, wie viele Pullover hast du eigentlich? Du meinst bestimmt die Auftritte. Polunder? Ja, genau, Polunder. Mindestens, also 3 und Reserve. Und Reserve, 20. Ein. Strickt die eigentlich jemand für dich? So Oma oder sind die Nein. maschinell hergestellt? Na, die werden schon manuell. Manuell? Ja, die werden im Erzgebirge, bei Vollmond von blonden Jungfrauen gestrickt. Ich habe irgendwie immer so helle Augenränder, Schatten. Ich habe helle Schatten. Das sieht immer aus bei mir, als hätte ich eine Sonnenbrille aufgehabt, was ich aber gar nicht habe. Ja. Genau, wenn du da noch irgendwie ein bisschen Spachtelmasse drüber. Kann ich machen. Mit was musst du noch dein Geld verdienen? Also im Wesentlichen lasse ich mich schminken. Es gibt ja in der Kosmetikindustrie immer diese Vorher-Nachher. Ja. Und ich werde oft gebucht als Vorher. Okay. Und... Also davon leben kann man nicht, aber so ein kleines Zubrot. So. Jetzt machen wir noch die Haare schön. So, wie hättest du es denn gern? Von rechts nach links, von links nach rechts? So, wenn wir hier unten. So, ja, durch die harschen Winde draußen ist das Deckhaar ein wenig, das nennt man in der Fachsprache, glaube ich, den Personality Move. Ja, genau. Aber du hast auch Haare, wo man ganz viel mitmachen kann. Ne? Also man könnte hier so glatt und dann hier lutschen. Oder man könnte zum Beispiel hier, das eins hier so hoch. Genau. Wie bei Lollig und Bollig. Kennst du noch? Natürlich. Die berühmtesten Polen nach Sbebel und Hovinek. Waren das nicht Tschechen? Immer diese Klugscheiße aus dem Hintergrund. Ich wollte nur mal gucken, ob es jemand merkte. Ich genau, mal gucken, das war jetzt ein Test der Aufmerksamkeit. Ob es wenigstens einen gibt beim MDR, der einigermaßen Ahnung hat. Ist das noch das Spray mit CO2, SO4? Hochentzündlich steht zumindest drauf. Ist es so deinen Ansprüchen gerecht geworden? Nee, es war noch nie meine Ansprüchen. Weder ich selbst noch andere. Dann muss ich jetzt hier leider aufhören. Olaf, da bin ich ganz traurig. Brechen wir das Ganze ab. Nein, es war gut. Es war gut. Es war wirklich. Nein, es war total top. Es war ein Event. So, gut. Ich bedanke mich. Tschüss. Wir sehen uns oben. Ach so. Ich komme gleich hoch. Alles Gute gewünscht, beruflich und privat.
Dankeschön.